Suicide Squad. Herzlich willkommen, Freunde, zu Was geht? Ich bin's, eure Vero, und wie ihr schon gemerkt habt, wir feiern heute auf jeden Fall eine riesen fette Party, denn Warner Music Germany hat hier auf YouTube die 800.000 Abonnenten geknackt. Nicht nur das, Leute, ihr habt ja auch gemerkt, ich sitze hier in unserem brandneuen Studio. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Setting so findet. Mein Geschmack trifft es auf jeden Fall. Jetzt aber genug Konfetti und Party, kommen wir jetzt zu den wichtigen Themen der Warner Music Welt. Es ist so einiges passiert und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Unser Musikvideo der Woche ist von Madkin mit Don't Stop Loving Me featuring KDL. Wer dachte, die Norweger können nur Spaßmusik machen, liegt falsch. Der Song handelt von einer Liebesbeziehung, die vom Ende bedroht ist und dem leidenschaftlichen Versuch, es noch aufzuhalten. Nichtsdestotrotz ist der Song tanzbar, denn wir hören einen hausigen Clubbeat. Das Video wurde in den atemberaubenden norwegischen Fjordlandschaften gedreht. Natur und weibliche Schönheiten, wohl ein erfolgsversprechendes Video. Eigentlich krass, wie lange Madkin schon am Start sind. 1992 haben sich die beiden als Band zusammengefunden und nach Hits wie Baggin und Don't Worry packen sie auf jeden Fall mit Don't Stop Loving Me noch einen drauf. Findet ihr auch, dass Don't Stop Loving Me mit den anderen Hits von Madkin mithalten kann? Hier oben könnt ihr abstimmen, würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Martinez ist mit einem neuen Video am Start. In ihrem Song Pacify Her entführt sie uns wieder durch ihre schaurig schöne Kinderzimmerwelt. Der Song handelt davon, dass sie einer anderen den Typen wegnehmen will, weil sie ihn viel mehr lieben würde als die andere. Und um seine Aufmerksamkeit zu erregen, macht sie viele verrückte Dinge innerhalb eines riesigen Babylaufstalls. Dieser Song stammt auch von ihrem Album Cry Baby, welches übrigens schon im letzten Jahr August rauskam. Ja, und ihr großes Ziel, zu jedem Song ein Video zu produzieren, scheint wahr zu werden. Jetzt fehlen nur noch zwei Songs und dann hat sie es endlich geschafft. Bibi Rexha und Bibi von Bibis Beauty Palace haben zusammen ein Video gedreht. 7 Seconds Challenge. Ja, darin mussten sie innerhalb von 7 Sekunden verschiedenste Aufgaben bewältigen. Ob Tiere malen oder Mandarinen schälen, die beiden haben auf jeden Fall für reichlich Unterhaltung gesorgt. In dem Video der beiden hat Bibi Rexha auch ein paar geheime Informationen über ihr Debütalbum verraten. Der Titel AYF heißt so viel wie All Your Fault. Es kommt im Januar raus und sie erzählte von den Feature-Gästen G-Eazy und Ty Dolla $ign. Wir sind gespannt. Unter euch Snapchat-Verrückten. Ja, die App hat einen neuen Filter und zwar kommt er von Sage the Gemini mit Now and Later mit so einer richtig coolen Sonnenbrille. Ich mach's euch einfach mal vor. Am Sonntag wurden die American Music Awards in Los Angeles verliehen. Das Besondere an den Awards ist, dass einzig und allein die Fans und die Öffentlichkeit bestimmen, wer gewinnt. Unter den Gewinnern reihen sich auch einige Warner Music Künstler ein, wie zum Beispiel 21 Pilots, Ty Dolla $ign, Blake Shelton und Prince. Und performt haben Bruno Mars, Green Day und ebenso 21 Pilots. Where we go, we'll call it home. So no matter where we go, we're not alone. Unser Newcomer der Woche ist Nash mit seiner neuen Single Home. In dem Video sehen wir verschiedenste Momente im Zeitraffer, die sich in seinem Elternhaus abspielen. Ob Familienfeste, Deep Talks auf der Couch oder lustige Spieleabende. Mit den Worten Home isn't where you are, it's who you're with, sehen wir Nash am Ende des Videos auch auf einer Bühne stehen. Seinen Durchbruch hat Nash bereits 2015 mit seinem Hit I Hate You, I Love You mit der Sängerin Olivia O'Brien. Die Klicks auf Spotify schossen in Rekordschnelle in die Millionenhöhe, sodass sie dann erst im März diesen Jahres überhaupt ein Video dazu realisieren konnten.
Übrigens erzählt Nash diese Woche in seinem allerersten YouTube-Livestream, dass es sich bei der Familie hier in dem Video um seine echte Familie handelt. Also mal drauf achten, Leute, sehr authentischer Typ. Letzte Woche habe ich euch ja bereits erzählt, dass sich der gute Bruno Mars einen richtig straffen Zeitplan aufgebrummt hat für seine 24K Magic Tour. Ja, und in dieser Woche könnt ihr schon 2x2 Tickets für die Stadt eurer Wahl gewinnen. Dafür geht ihr einfach auf warnermusic.de/Gewinnspiele und mit ein wenig Glück gehören sie dir. Ich drück die Däumchen. Ja, Freunde, und danke nochmal für die 800.000 Abonnenten. Wir freuen uns auf jeden Fall gewaltig. Und das tun wir jetzt auch mit der Don't Worry Be Happy Playlist hier. Und wir sehen uns schon in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, eure Vero. Pretty girls around me and